Wir spielen Guess the Price. Und heute die Immobilie von Hugh Jackman im West Village in New York. Schöne Grüße an Jonathan. Welches Gebäude bin ich? Welches Gebäude bin ich? Wer weiß, wer Jonathan ist, schreibt's in die Kommentare. Baujahr 2001 und geschlagene 1021 Quadratmeter in New York. 5 Bäder, 5 Schlafzimmer und alles sehr modern. Guck dir mal diesen Ausblick an. Scheint aber auch einfach nur ein Penthouse zu sein. Nur ist gut. Nur ein kleineres Penthouse. 1000 Quadratmeter Penthouse in New York wird mit nur bezeichnet. West Village, haben wir ja gelernt, ist im Kommen, da wohnen auch viele Hollywood-Stars. Mhm. Also das wird, sagen wir so, nicht günstig sein. Nee. Ja, da packe ich ein bisschen mehr Geld aus. Packst du ein bisschen mehr Geld aus? Mhm. Ja, schauen wir mal. Der kommt aber auch ja immer auf die Etage an, deswegen lass uns nochmal gerade schauen. Aber man sieht, es ist ein Duplex-Penthouse, weil da geht innen eine Treppe hoch. Keine Ahnung, ist das Hudson River hier oder so? Ja, komm, ich hau einen raus. Hau einen raus? Ja. Ja, New York ist einfach New York, ich hau auch einen raus. Du fängst an. 19 Millionen Dollar. Ah, okay. Ich sag 35 Millionen US-Dollar. Richtige Antwort, 39,8. Ja, siehst du, New York. Da New York, bin ich doch New York. Okay. Wow, krass. Das ist krass. Das ist echt... Aber ich hätte das... Ja gut, aber New York, das ist 3 Etagen tiefer, kostet direkt 10 Millionen weniger.